So, mal gucken, ob jemand da ist hier. Nein, nur ich alleine. Das ist ja klasse. Mal einmal hier auf dem Server alleine zu spielen. Gucken, was die anderen zwei Zwerge schon gebaut haben. Nix. Wunderbar. Der eine Zwerg ist sowieso im Untergrund. Der andere Zwerg, der baut überall und nirgendwo. Jetzt kommt man hier nicht rein. Ich müsste mal langsam irgendjemand Treppen bauen. Komm, das machen wir mal direkt. Hier. Klötzchen weg. Ah, jetzt muss man natürlich hier ein bisschen umdenken. Oh, das ist natürlich doof. Jetzt habe ich die Klötzchen hier weggemacht. So. Doof. Ja. Dann machen wir hier die Klötzchen wieder hin. Ach, ich habe sogar noch mehr von den Klötzchen. Ich glaube, das Ding brauche ich auch gleich. Die Axt hier. So raus. Mensch, ey, ich habe eine Ordnung in meinem Inventar. Das ist hier mehr Ordnung hier als wie bei Bud Spencer in seiner Bohnenpfanne. Zack, zack, so. Scheiße. Das nehmen wir auch noch mit, so. Und jetzt müsste das alles besser aussehen. Super, guck mal hier. Das ist ja fast so wie gewollt. Okay. Naja, das lassen wir mal so. Kommt man wenigstens hier besser rein, kann man die Türen noch richtig zumachen. Klasse. So, das hatte ich aber eigentlich nicht so gemacht. Irgendjemand hat mir das wieder abgearbeitet. Das ging mir natürlich total auf die Nerven, wenn die mir hier jedes Mal irgendwie was rumwursteln. Aber so ist das nun mal. Jetzt gehen wir mal hier runter. Alles hallo. Hier war doch. Jetzt haben sie mir auch. Was ist denn hier passiert? War denn hier jemand wieder? Man kann hier wirklich nichts alleine lassen. Das sind die hier zwei Vollpfosten. Jetzt haben die mir hier eine Treppe hingebaut. Irgend so eine Sitzecke, eine Sitznische. Ich danke, das war bestimmt, ganz bestimmt, der Stargamer, der fummelt natürlich hier. Wenn er nicht mal unter meinem Rock guckt und an meinem Rock rumzupft, dann fummelt er in Minecraft in meinen Gemächern. Das ist auch zu. Warum ist da zu? Das habe ich doch offen gelassen. Oh, machen wir wieder auf. So, lassen wir auch die Zombies rein. Bisschen Licht. So. So, okay. Was wollte ich bauen? Was wollte ich machen? Das weiß ich nicht mehr. Ach ja, das Dach. Das so. Das ist okay. Da nehmen wir noch ein bisschen mit von der Erde als Gerüst. Das Gerüst haben sie uns ja danke wieder abgemacht. So. So. Nein! Viel zu schnell geklickt. Das ist ja hier. Hier Ninja-Klicken. So. 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 Und ab aufs Gerüst. Wie hatte ich das vorgehabt? Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wollte ich vielleicht die Balken so legen? Oder wollte ich die Balken so legen? So? Oder? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Wieder zu lange nicht kein Minecraft gespielt. So, nehmen wir es mit. Mal gucken, was hier drin ist. Das legen wir alles mal hier rein. Ach nee, ich könnte ja eigentlich hier draußen mal den Weg so ein bisschen verschönern. Draußen ist natürlich jetzt bestimmt Zombie-Schnetzler. Ne? Nee, gar nicht. Ist alles okay. So, dann machen wir hier das Zeugs mal wieder weg. Klopf. Klopf. Klopf und nochmal Klopf und dann hatte ich doch hier irgendwo, ich drücke immer wieder die falsche Taste, das kommt davon, weil ich zu viele H1Z1, das ist ein Survival Game, wenn ihr es nicht wisst, Let's Plays mache und da, na, da drücke ich eben die Taste Tab, um das Menü zu öffnen, deswegen drücke ich dann hier die ganze Zeit immer auf die Tab-Taste, um das Menü hier jetzt von dem Spiel zu öffnen, aber das ist falsch. So. Da unten ist ein Eingang, den ich mal gemacht habe. Muss aber nicht mehr sein. Jetzt machen wir erstmal hier. Es kommt dahin nochmal. Ist das hier richtig? Ja, so kommt das hin, ne? Oh.
Dann, ja, gehen wir eben mal auf den Kopf die Treppe hoch. So. Springen so, zack. Nochmal springen, zack. Und jetzt. Mist. Ich könnte ja auch eine fliegende Treppe machen. Das mache ich auch. Mit so leckeren Säulen. Zack. Da machen wir. Mann, was eine Unordnung hier. Also erstmal hier. Die Waffen nach da, Schaufel nach da und die Axt nach da. Zack, zack, zack. Hier ist so, okay. Wunderbar. Jetzt kann man besser arbeiten. Jetzt klopfen wir hier die zwei Steine noch weg. Da haben wir noch ein paar Steine mehr und die machen wir auch noch weg. So. Taka, taka, da. Ja. Oh oh. Hallo Kollege. Und da kommen die anderen Kollegen auch noch. Die von der Nachtschicht. Kommt der jetzt näher? Nee, ne? Oder doch? Bleib da. Da bleib. Shit! Kann ich den eigentlich. Oh, es sind zwei! Shit! Kommt die eigentlich immer zu zweit? Gucken. Oh! Die haben ja. Hier gibt's ja Action direkt! Shit! Hier mit der Axt gar nicht gut! Die machen mir ihren ganzen Vorgarten kaputt! Noch einer! Oh! Au! Oh Mann! Ja, holla die Waldfee, was ist denn hier los? Oh. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht sterbe. Ja, sieht so aus. Hoffentlich kriege ich noch irgendwo so einen leckeren Apfel. Und nochmal Schlag. Nein, ich will dir nichts. Au, au, au. Ich auch nochmal mit. Ich glaube, das bleibt immer beim halben Stern, Herzchen stehen, oder? Ja, so wie es aussieht. Supi. Lasst mich am Leben. Shit, da kommen schon wieder welche. Ich gehe hier weg. Jetzt erstmal rein hier, die neue Treppe. Geht auch immer näher nicht. So. Zack, 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 zack. Die ist offen. So. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Pilz mal hier. Da. Blümchen auch. Die Blümchen brauche ich irgendwann mal für meinen Vorgarten. Dann gucken wir mal unten. Wer schreibt denn da schon wieder über Steam? Ach, Eisen kann ich nicht essen. Hier habe ich was zu essen. Nee. Ist da jemand? Hallo? Nein? Mist, verdammt hier. Was ist denn mit meinem Beet hier unten? Ist das noch gut? Das ist bestimmt super. Aber ich traue mich nicht mehr raus. Das Dach gefällt mir auch irgendwie nicht so. Sieht ein bisschen nackt aus. Ich könnte hier eigentlich noch so ein Dachboden bauen. Könnte ich? Mache ich auch. Jetzt. Sofort. Okay. Da ist jetzt nicht viel drin. Unten im Vorratskeller haben wir. Naja, mal richtig viel Holz. Pustekuchen. Dann wird der Keller eben ein andermal gebaut. Was war eigentlich hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, oh, das waren die Treppen. Was für ein Chaos ich hier zusammenspiele. So. Zack, zack. War hier noch was anderes außer. Nee, ne? Nö. Das könnt ihr mal als Dunkelkammer nehmen und dann immer auf so kleinen lieben Zombies prügeln. Oh, nee, hier könnt ihr jetzt ja vorbei, denke ich mal, oder? Ja. Dann machen wir es komplett weg und dann beleuchten wir das Ganze hier schön. So, Schaufel. So. Kerzchen hier. Kerzchen da. Und alles ist wunderbar. Ja. Wieder nach oben. Ist hier jemand? Ich könnte ja mal versuchen, darüber zu laufen und gucken, ob die was zu essen haben. Ist hier jemand? Oh, oh, der kann bestimmt gut schießen. Das ist bestimmt so ein Legolas-Verschlitt. Oh! Oh! Der hat ja mal richtig gut getroffen! Der
Ich hätte, glaube ich, nicht Legolas nennen sollen. Ach, ich bin hier im Haus gespawnt. Den Kerl gebe ich jetzt hier. Ich habe wieder volles Leben. Du, Schwinde. Nein. Ach, jetzt habe ich mich nicht getroffen. Hast du auch auf mich zu schießen, du? Du Schuft. Oh, da ist noch so ein Kerl. Das ist meine Schaufel. Pass auf. Au, du. Hast du auf mich zu schießen, du? Ha, gib mir deine Pfeile. Ich gebe dir meine. So, jetzt muss ich die anderen Sachen hier aufsammeln. Ganz schnell, 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 schnell. Das sind noch meine Treppen. Du, ich weiß, dass du es warst. Aber jetzt brauche ich ja nichts mehr zu essen. Aufzuschießen. Du kriegst das jetzt von mir. Boah, du stirbst richtig platt. Ha! Okay. Da wieder falsch gedrückt, wie immer. Das übliche halt. So. Oh, da kam irgendwas gerade angeflogen. Nehmen wir nie an. Spitzhacke. Bevor ich wieder Spitzhackst sage, ne? Das haben wir ja schon in anderen Let's Plays ziemlich oft gehabt. Jetzt brauche ich doch einfach nur hier draufhauen, ne? Oder der Hand vielleicht? So, wieder falsch gedrückt. So, das sind die Samen, glaube ich, hier, ne? Das hatte ich ja gehabt. Zack, zack, zack. Oh, hier ist noch ein Samen. Den nehmen wir natürlich mit für die... Irgendwann für die Riesensaat von 3000 Feldern oder so. Oder noch mehr. So, ich baue jetzt mal eine Kiste und tue die Saat hier... draußen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll, wenn diese Burschen mir immer die ganzen Sachen klauen. Naja. So, das war hier. Zack. 1, 2, 3. Kistchen. Jetzt habe ich hier Pfeile und habe nichts, was ich damit machen kann. Ja. Das ist dann eben so. Wie es ist. Wieder falsch gedrückt. Ist üblich immer wieder. Immer auf die Tab-Taste zu klopfen. So. Und dann legen wir da rein die da. Und das Weizen. Ja, das Weizen. Oh, was macht man mit dem Weizen denn nochmal? Aber die anderen, was ist denn das für ein Schniedelwutz, der aus dem Boden ragt? Naja. Ach ja, das hatten sie ja gesagt gehabt. Da war ja irgendeine Höhle, die ja markiert werden musste mit so einem riesen Schniedelwutz, der aus dem Boden guckt. Was muss ich denn mit dem Weizen machen? Kann man das denn hier irgendwie... Oh! Ha! Ah, direkt schon Brot? Ja. Das ist ja... Super. Das nehme ich direkt mit. Das Weizen lege ich hier rein. Oh, ich bin ja richtig beeindruckt, wie schnell das jetzt ging. Jetzt kann ich aber draußen... Oh, ich kann jetzt wieder rennen. Die Treppe hier. Treppe des Grauens weiterbauen. Kann er da? Okay. Wieder falsch gedrückt. Hopp. Nein! So, dann das. Und jetzt könnte ich doch eigentlich die Treppe... Ah ne, muss wieder hier was gebaut werden. So, habe ich hier eine Supermaus, die hier mal alles hintereinander baut? Was für ein Quark hier zusammengebastelt wird, aber das wird noch besser irgendwann mal. So, ja. Das wird erstmal fürs erste reichen. Okay. Hier unten drunter. Ja, das können wir ja wegmachen. Dann kommen wir hier noch so eine Art. Unterstell. Dingsbums bauen für den bösen Regen, der ja ziemlich stark hier ist im Spiel. So. Dann noch eins. Das kann man so lassen.
Okay. Hier hoch? Nein. Doch. Nein. Jetzt werde ich mal eine Expedition in meine Höhle machen. AMD, AMD-Fan, der hier mitspielt, der sagt ja die ganze Zeit, Mann, Dex, geh doch mal in die Höhle. Wird es hier dunkel? Oder ist es hier dunkel einfach drin? Dex, geh doch mal in die Höhle. Mensch, ihr habt ja die Höhle jetzt schon freigegraben. Geh doch mal da rein. Ah, das habe ich mir noch mal aufgehoben. Oh, Schmiedekunst. Ich bin jetzt hier ein Künstler. Gibt's hier auch irgendwas, was man hier sticken kann? Sticks, so. Paff. Und jetzt bauen wir uns mal richtiges Werkzeug und dann geht's mal ab in die Höhle. Ich glaube, oh, Fackeln habe ich auch keine mehr. So. Nee. So, das ist okay. So. So. Und jetzt werden wir erstmal eine Spitzhacke bauen aus Eisen. Das hält doch länger. Dann noch eine Spitzhacke. Das geht ja gar nicht. Ich habe ja noch nicht so viel. Ja. Dann lasse ich das erstmal weg und dann baue ich dann erstmal wieder welche aus Stein. So. Noch eine. Und dann noch vielleicht noch eine Schaufel. So. Und Fackeln. Fackeln. Kohle. Nee. Keine Kohle da. Das legen wir mal ab. Und dann gehen wir mal auf Expedition. Vielleicht finde ich ja mal ein bisschen Kohle. Und auch alles andere. Steine weg. Eisen weg. Steine, die kann ich eigentlich mitnehmen. Oh, das sind so viele Sticks. Oh, jetzt habe ich richtig viele Sticks. Die nehme ich aber hier mal mit. Ich nehme, glaube ich, auch mal das Holz hier mit. Ich glaube, Holz unterirdisch ist so ein bisschen Mangelware, denke ich mir, ne? Dann. Ja, warte, den Bauhelm, den kann ich jetzt auch mal anziehen. Den hat der. Ach, Mann. Den fleißige Teufel Stargamer mir mal gebastelt. Und dann gehen wir mal ab in die Höhle. Hat ich die Treppen hier gebaut? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Oh, da wird es ja richtig schummerig schon. War die hier? Ja, die war hier. Einmal hier abbiegen. So düster hier. Oh, oh, ein schöner Wasserfall. Ich könnte ja eine Brücke bauen. Ist das Wasser damit aus? Nee. Zack. Oh, Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Oh, oh. Wer schnarcht denn hier? Ja. Mein Gott, da gehen mir gerade hier die Nackenhaare hoch. Und die waren nicht mal gekämmt. Super, ich habe Eisen. Jetzt klopfen wir erstmal mit der Steinhacke hier rum, damit die erstmal weg ist, weil ich danach... Oh, boah, das ist ja richtig viel. Das ist ja eine richtige Eisenader. Ja, mal. Dann werde ich mir erstmal... Ich mache mich, glaube ich, nochmal auf dem Weg. Kann man die eigentlich irgendwie so... Ja, das war's.